Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Tag 10 von Vlogmas. Oh mein Gott, das ist schon Tag 10 von Vlogmas. Die Zeit vergeht so schnell. Heute wollen ich und meine Mutter noch mal ein bisschen, also es ist ihr letzter freier Tag, bevor ihr Urlaub vorbei ist, ein bisschen in die City gehen, vielleicht ein bisschen shoppen, mal sehen, vielleicht ein bisschen bummeln. Ja, ich gehe heute nicht joggen. Es ist irgendwie sehr schwer für mich, weil ich mich halt auch so unwohl fühle, auch gerade nach gestern, wo so ein schwerer Tag war. Ich muss euch mal kurz die Katze zeigen, das ist ganz süß, sie sitzt direkt neben mir. Ich habe mich rangekuschelt. Ja, aber ich werde morgen nicht fetter sein oder dünner, ob ich jetzt heute joggen gehe oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Ja, und außerdem will ich ja auch gegen die Essstörung vorgehen. Ja, und jetzt dachte ich, machen wir erstmal Adventskalender-Time. Ich beginne mit dem Licht-Adventskalender. Tee. Zweimal. Holy Indisch Mango-Tee. Sehr lecker, den hatte ich schon mal, der schmeckt mir auch ganz gut. Das ist auf jeden Fall schön. So, und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Geschenk. Wird in einem Täschchen verpackt. Ist das ein Boot? Ein Flugzeug. Eine neue Katze? Ein Flugzeug. Ein Flugzeug? Ja. Ein Flugzeug. Hallo Bunny! Hallo Bunny! Jetzt warten beide Katzen darauf, was da drin ist. Aber Bunny sieht man leider gerade nicht, weil er so schüchtern ist. Ah! Okay. Ja, krass. Kann ich mich schon fast nicht mehr erinnern, das bestellt zu haben. Ich habe euch erzählt, dass wir von Crazy Factory zusammen eine Bestellung gemacht haben, was ich dann davon halt die Sachen geschenkt bekomme. Und hier haben wir einmal diese zwei Ringe halt auch als Ohrringe gedacht und einmal diese zwei kleinen Kreolen. Sehr, sehr schön, Dankeschön. Ich habe meine Mutter gefragt, ob sie heute mal wieder aufs Video möchte. Die Aussage von meiner Mutter war: Du kannst mich doch nicht zwingen, ein YouTube-Star zu werden. Ich glaube, sie überschätzt meine Reichweite wirklich extrem. Oh, schön. Was haben wir denn da? Eine Country Colors Intensivtönung in Dunkelbraun, würde ich mal sagen. Aha. Wieso brauchst du die? Weil ich doch dazu tendiere, hier und da an einigen Stellen so schläfentechnisch ein wenig zu ergrauen. Ach, wirklich? Das sieht aus wie 25. Auf jeden Fall ist das sehr schön, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich hatte jetzt zwar nicht vor, jetzt ganz doll demnächst mir wieder die Haare zu tönen. Aber das wird ja nicht so schnell schlecht. Und dann werde ich das verwenden, beziehungsweise verwenden lassen. Denn meistens ist Mara so nett, mir zu helfen, das homogen aufzutragen. Jo, ich bin Profi auf diesem Gebiet. Ich habe auch schon sehr viele Leute in die Haare geschnitten und alle waren bis jetzt sehr unzufrieden damit. Aber Tönen macht sie eigentlich sehr schön. Aber ich schneide auch trotzdem gerne immer wieder die Haare. Also wenn ihr das möchtet, schreibt mich einfach auf Instagram an. Mein Name ist Recover to Balance. Ich schneide euch gerne die Haare, aber ich garantiere für nichts. Ich hätte eher eine 100% Unzufriedenheitsgarantie. Aber trotzdem macht es mir jedes Mal wieder Spaß. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Gern. Okay, ich bin ja super neugierig und ich war gerade am Briefkasten. Wie jeden Tag. Um zu gucken, ob endlich eins von meinen drei Päckchen ankommt, die ich bei Claire der Kreisel vor, ungelogen, ich glaube, vor über 14 Tagen bestellt habe. Und ich auch dann so denke, okay, das kann aber nicht sein. Das sind halt auch keine Pakete, sondern wirklich so, nur so Briefumschläge. Also, die sind vor über 14 Tagen abgeschickt worden, wurde mir von diesen drei Mädels geschrieben. Und ich war jetzt schon so, okay, es wird nichts mehr, da kommt nichts mehr. Ja, also. Ich fand es auch komisch, dass die drei Sachen noch nicht da sind. Dachte, hey, vielleicht ist ja doch die Post. Und eine Sache davon ist jetzt da. Und ich habe auch gerade schon gesehen, was ist. Ich zeig's euch mal. Ich habe mir selbst diesen Rock hier vor ein paar Monaten auf Kleiderkreise bestellt. Ich hätte ihn noch erst einmal an. Und meine Mutter fand den richtig süß. Und dann meinte sie, ja, wenn es den größer gibt, dann kannst du mir den auch gerne kaufen. Und ich war schon so, ja, als ob ich den jetzt in größer finde. Aber ich habe ihn tatsächlich in größer gefunden. Also, ich habe das Gefühl, der Rock ist ein bisschen mitgenommener als der vom Stoff her. Aber ich glaube, man sieht es auch vielleicht ein kleines bisschen. Aber trotzdem ist der eigentlich noch gut in Schuss. Und bei H&M hätte ich ihn nicht mehr bekommen. Also der ist halt schon wirklich alt. Dieser Rock, den ich mir bestellt habe, der war jetzt eine Größe S. Meine Mutter hat jetzt eine Größe L bestellt. Ich hätte eigentlich eine M bestellt, aber es gab den halt nur in L, weil es der Kleiderkreise was relativ dehnbar war. Und ich hoffe mal, er passt ihr trotzdem. Und ich hoffe auch, sie freut sich. Weil sie meinte auch schon so, aber eigentlich ist das ja Quatsch, weil ich kann ja sowas gar nicht anziehen. Ich bin zu alt, aber ich nehme, aber du bist nicht zu alt.
Und ja, dann habe ich ihr diesen Rock jetzt noch bei Kleiderreise bestellt, weil den gab es da halt dann noch. Und das war eigentlich Glück. Ja, den werde ich ihr wahrscheinlich in den Adventskalender tun noch. Ein Päckchen fehlt nämlich noch, weil ich ja schon ewig auf diesen Rock warte. Und ich hoffe, dass das Oberteil des Kleides, das ich mir noch bestellt habe, für mich auch bald irgendwann nochmal eintrudelt. Ja, da sind wir schon wieder. Ich werde euch wahrscheinlich fragen jetzt, okay, wow, warum trägt sie dieses Geweih? Ich habe es mir gekauft beim Shoppen, ja. Es gab zwischendrin ein paar kleine Probleme, davon erzähle ich euch auf jeden Fall später. Mittlerweile geht es aber wieder ein bisschen besser, denn wir haben Sushi. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ich habe so einen Hunger und Edamame haben es erstmal probiert. Meine Katzen lieben es übrigens auch schon, haben gerade schon eine Schote geklaut. Ja, und ich bin mit dem Geweih gerade nach Hause gelaufen aus der City Berlins. Bist du mir nach Hause? Ja. Glaub mich einfach gar nicht. Egal. Bei solchen Sachen bin ich irgendwie sehr schmerzfrei. Da denke ich mir nicht, oh, was denken so die anderen? Ich mache die einfach die ganze Zeit. Und hoffe, alle freuen sich dran. Es war kein, es gibt Essen. Wir probieren jetzt mal diese Dessert-Bällchen. Das sind so Sesambälle mit irgendwie einer roten Bohnenpaste drin oder so. Ja, ich bin sehr gespannt. Let's go. Und? Ich habe bisher nur sehr wenig von der Paste. Da ist auch irgendwie nicht so viel drin. Aber es ist ganz lecker. Mhm. Ich finde es auch ganz lecker. Besser als ich dachte. Macht auf jeden Fall auch Spaß, da reinzubeißen. Mhm. Saftig. Hat eine schöne Konsistenz auch. Mhm. Weil es einerseits so ein bisschen Widerstand leistet, aber eben nicht zu viel und nicht zu wenig. Hm. Naja, so, ich find's auch ganz lecker. Hat nur 1,90 gekostet, zwei Bällchen. Kann man mal machen. Ich wollte dir noch schnell die drei Dinge mitteilen, für die ich heute dankbar bin. Und zwar einerseits ist es die Tatsache, dass ich doch noch ein paar Klamotten gefunden habe, in denen ich mich wohlgefühlt habe, die ich dann kaufen konnte. Das zweite ist das gute Essen, das Sushi, dafür bin ich sehr dankbar, es war sehr lecker. Dritte Sache, für die ich heute dankbar bin, ist dann, dass meine Bauchschmerzen heute relativ schnell wieder aufgehört haben. Also normalerweise hält es echt ein paar Stunden, aber heute hat es nur so eine Stunde, weil nur eine halbe Stunde war es richtig schlimm. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Es ist wieder soweit für ein bisschen Storytime, für ein bisschen zusammen miteinander reden. Beziehungsweise ein bisschen Zeit dafür, dass ich mit euch rede. Ja, wir haben vorhin auch Sushi gegessen oder wie ferngesehen, beziehungsweise bei unserem Fernseher kam kein Ton, deshalb müssen wir im Tablet-Fernsehen, das war ein bisschen scheiße. Ich habe noch schön mein Teechen getrunken, ich renne den ganzen Tag schon mit diesen Dingern hier rum, ich liebe sie, weil dieses Haarband einfach so kuschelig ist. Ja. Dann hatte ich leider noch sehr, sehr krasse Bauchschmerzen, sehr, sehr starke Krämpfe, da war mir auch ein bisschen übel. Dann habe ich mir noch eine Wärmflasche gemacht, habe mich noch hingelegt, irgendwie für eine Stunde oder so. Ich war auch sehr, sehr müde, bin schon wieder fast eingeschlafen, aber dann ging es mir ein bisschen besser zum Glück. Ja, da war der Tag auch schon wieder vorbei. Aber ich wollte vor allem noch mit euch über die Sache beim Hosenkaufen sprechen. Also die meisten Frauen, die ich kenne, kennen das Problem mit dem Hosenkaufen. Wenn man sagt, oh, ich muss Hosen kaufen, alle schon so, oh Gott, feel you, weil das ist schon sehr, sehr ätzend. Ja, was meine ich? Hosen zu kaufen endet meistens damit, dass man sich einfach nur abstoßend fühlt, weil nichts passt, weil nichts sitzt. Dann ist das alles viel zu teuer dafür, dass es nicht richtig passt. Und dann sieht es scheiße aus und dann sind die Beine zu lang und dann sind die Beine zu weit und dann ist der Bauch zu eng und alles ist scheiße. Also ja, Hosen sind schon sehr schwierig, vor allem weil sie meistens ja auch eine bestimmte Passform haben und halt nicht jede Frau den gleichen Körper hat. Genau, das ist irgendwie auch das Problem. Die meisten Hosen sind irgendwie alle gleich geschnitten und zum Beispiel ist es bei mir ganz oft so, dass die am Bauch relativ eng sitzen, aber dann halt zum Beispiel unten bei den Fußknöcheln noch zu weit, obwohl es Skinny Jeans sind. Und das sieht dann halt total mucklig aus und tut halt auch gar nichts für meine Figur. Ich kenne es aber auch andersrum. Also zum Beispiel an den Beinen irgendwie total eng sind und dafür am Bauch zu locker auch. Also das ist schwierig. Natürlich kenne ich auch mit 1,60 Meter das Problem total mit Hosen, die zu lang sind. Ich habe für 1,60 Meter relativ lange Beine und einen sehr kurzen Oberkörper. Aber trotzdem kenne ich das, dass die Beine einfach unten viel zu lang sind. Und sehr, sehr viele Frauen, die ich kenne, sind so groß wie ich. Die wenigsten Frauen, die ich kenne, sind deutlich größer. Aber bei den Hosen könnte man denken, wir sind irgendwie alle 1,80. Das war auch ganz witzig.
Ich habe heute im Einkaufsladen so ein Kleid gesehen und meinte zu meiner Mutter, ja, wie findest du das? Dann meinte sie, das ist doch ein Oberteil. Da meinte ich, naja, guck mal, hast du mir vorgehalten, es ging mir bis zu den Knien. Sie meinte, ja, bei dir sieht's aus wie ein Kleid. Und dann meinte ich, ja, was soll denn das heißen? Du tust gerade so 1,40. Und dann hat eine Frau hinter mir gestanden und hat dann angefangen zu lachen und hat so gesagt, ja, das ist gemein, oder? Und dann meinte ich, ja. Weil es halt echt so, dass teilweise die Klamotten so geschnitten sind, als ob alle Frauen riesig wären. So, ich finde das einfach ein bisschen schwierig. Habe ich jetzt gestern wieder einen Post auf Instagram zugesehen. Die Klamotten sind aber nicht für verschiedene Figurtypen gemacht. Generell die meisten Klamotten. Und das finde ich sehr schwierig. Genauso wie, dass total viele Kleider, die ich kaufe, auch zu lang sind. Und wo man teilweise auch sieht, dass sie eigentlich kürzer sein sollten. Und ich trage auch einfach sehr gerne kurze Kleider, weil ich eben schon so klein bin. Und das Problem, das ich wirklich immer habe, immer, ist, dass die Taille da sitzt, wo mir der Bauchnabel ist. Weil ich einfach, wie gesagt, einen sehr, sehr kurzen Oberkörper habe. Meine Taille sitzt halt quasi direkt unter der Brust. Und da sitzt halt bei den meisten Klamotten nicht die Taille, aber das finde ich so schwierig irgendwie. Ich fände es einfach schön, wenn es verschiedene Klamotten, verschiedene Typen von Körpern von Frauen gäbe. Und das ist halt selten der Fall. Und gerade auch, wenn man jetzt nicht so mega viel Kohle hat, ja, bei H&M gibt es das halt so nicht. Das ist schon sehr, sehr schade, wie ich finde. Aber bei Hosen ist es halt immer noch besonders krass, weil ja auch Hosen meistens gerade heutzutage skinny gekauft werden und dann müssen die schon irgendwie einigermaßen passen. Ich suche eigentlich auch schon ewig eine Mom-Jeans. Habe heute auch tatsächlich eine gefunden, aber wie lange ich danach jetzt gesucht habe, verzweifelt, sehr lange. Aber vor allem ist das Ding halt auch gerade so mit der Essstörung. Da ist man ja schon auch so ein bisschen aus auf Größen. Und ich habe während meiner Essstörungszeit Größe 32 getragen. Aber auch da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich verzweifelt nach Hosen gesucht habe. Dann hatte ich zwei, die einigermaßen gepasst haben, aber selbst die am Ende schon geschlackert ohne Ende. Die eine war halt ganz stretchy. Und die andere war, ja, eine ganz normale Jeans von Telly Whale. Telly Whale hat aber schon immer wirklich sehr, sehr krass klein ausfallende Hosen. Das fand ich irgendwie schon immer ein bisschen schwierig. Die andere, glaube ich, von H&M. Hat so eine ganz stretchige Hose. Einerseits frage ich mich, warum es überhaupt so normal ist, dass es Größe 32 gibt. Ich meine, klar, es gibt auch sehr dünne Menschen, aber ich meine, es gibt ja auch nicht irgendwie Größe XXL bei H&M, aber XS gibt es schon und das finde ich irgendwie nicht ganz im Verhältnis. Also, wie gesagt, ich will jetzt hier keine dünnen Menschen angreifen oder sowas, das ist nicht der Sinn der Sache, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die wenigsten erwachsenen Frauen passen in den Jeans in Größe 32 rein, was auch total verständlich ist und auch normal eigentlich. Auch eher nicht so gesund. Und es ist nun mal einfach Fakt, ich kann es nur mal wieder sagen, dass in Deutschland mehr als die Hälfte aller Erwachsenen übergewichtig ist. Aber Größe XXL gibt es ja bei H&M auch nicht. Und deswegen frage ich mich, warum die Größen immer kleiner werden. Das Ding ist, ich wollte in einem Laden, da hatten die Größe XXXS. Und ich dachte mir nur, Leute, das geht in die falsche Richtung. Also, nehmt doch lieber ein paar größere Größen mit ins normale Sortiment rein. Das kann ja wohl nicht sein. Also, keine Ahnung. Ich habe das auch schon so oft gehört von Frauen, die bei einem normalen Laden nicht mehr fündig geworden sind, weil die Größen immer kleiner werden. Und auch ich habe diese Erfahrung gemacht, dass die Größen immer kleiner werden. Eigentlich in allen Läden. Und auch heute wieder habe ich mir verschiedene Größen, also verschiedene Hosen in verschiedenen Größen halt zusammengesucht. Und es war deprimierend, weil ich teilweise in eine 38 kaum reingepasst habe, weil die so eng war. Ich hatte ein paar Größen in 38, ein paar in 36. Und es sah einfach nur aus, als ob ich, ja, eine fette, wabbelige Qualle wäre, die sich versucht, in einen sehr kleinen Umhang reinzuquetschen. Ungefähr so habe ich mich auch gefühlt. Das Fett ist überall rausgequollen und ich habe mich einfach nur ganz, ganz furchtbar gefühlt. Und dachte mir so, hey, wenn ich so eine 38 aussehe, wo sind wir denn da bitte? Also das kann ja irgendwo nicht sein so. Und es triggert mich halt auch mega, weil ich eben vor der Essstörung Größe 36 getragen habe. Und, beziehungsweise ein bisschen vorher und die meiste Zeit vorher sogar Größe 34, 36. Ja, und die meisten Hosen Größe 36 sind jetzt einfach wirklich viel zu klein für mich. Und ja, am Ende habe ich tatsächlich auch eine gekauft in Größe 36. Jetzt zufälligerweise hat mir die gut gepasst. Aber da kann ich auch nur mal wieder sagen, ihr seht, wie verschieden es ausfällt. Ich hatte heute, als ich rausgegangen bin, meine Hose an Größe 36. Und das ging dann auch. Aber ich habe mir zum Beispiel irgendwie vor einer Woche die H&M Jeans, die ich euch auch dem Haul vorgestern, glaube ich, gezeigt habe. Das ist auch eine Größe 38. Und aber das Ding ist, dass die Hosen fast genau gleich groß sind, aber verschiedene Größen, teilweise aus den gleichen Läden, von den gleichen Marken, fallen verschieden aus. Es ist auch immer ein bisschen eine Sache von, wie stretchy ist die, wie eingelaufen ist die, wo sitzt die, ist die Low Waist, ist die High Waist und auch, wie trägst du gerne Hosen. Zum Beispiel meine Mutter mag das, wenn die, also was heißt mag das, aber sie trägt ihre Hosen gerne so, dass sie ein bisschen einschneidend sind. Ich ertrage das gar nicht. Meine Hosen dürfen auf keinen Fall einschneiden. Es ist mir lieber, dass sie noch ein bisschen weiter sind. Ja, und genau danach auch, wie du entscheidest, wie eng deine Hosen sein dürfen oder sein sollen oder wie weit sie eben sein sollen.
wo du sie tragen musst und so weiter. Das ist halt komplett unabhängig davon, dann welche Größe du trägst, weil es einfach so viele Faktoren da auch beinhaltet. Aber ich weiß natürlich selber auch, und ich habe es auch wieder gemerkt, dass es mich einfach triggert, wenn ich merke, dass ich irgendwie immer größere Größen brauche. Aber ich kann ja auch nur sagen, die Größen werden immer kleiner. Lass dich davon nicht unterkriegen. Ich habe ja auch teilweise Hosen Größe 36, die so groß sind wie jetzt irgendwie Hosen Größe 38 oder sogar noch größer. Und ich auch denke, was soll das eigentlich? Also soll das einfach nur ein schlechtes Gefühl geben? Keine Ahnung. Und natürlich weiß ich im Kopf, auch Größe 38 ist keine große Größe. Es gibt genug Leute, die würden alles tun für Größe 38. Aber wenn man von Größe 32 kommt, das ist natürlich schon krass. Und es ging mir alles so schnell. Ich habe, glaube ich, gefühlt einen Monat Größe 34 getragen. Brauchte ich schon wieder neue Hosen. Und jetzt passe ich in die meisten Hosengrößen 36 nicht mehr rein. Das ist natürlich deprimiert als gestörte Person. Ich möchte auch nicht irgendwie mittelmäßig dick sein oder sowas. Ich würde schon eigentlich gerne einen schlanken Körper haben, aber ich fühle mich nicht schlank. Wenn ich große Größen kaufen muss als Form einer Essstörung. Ich glaube, das ist auch eigentlich verständlich. Und ich glaube auch, viele, viele, viele von uns kennen dieses typische. Die Hose hat Größe 38, diese Hose Größe 40. Diese Hose kaufe ich jetzt nicht deswegen. Oder ich kaufe jetzt die kleinere Hose, obwohl die eigentlich ein bisschen zu eng ist. So. Das ist das typische Trotzverhalten und da kann ich euch nur sagen, die einzige Person, die ihr damit bestraft, seid ihr selber. Denn letztendlich sind auch die Größen in Hosen einfach nur irgendeine random Zahl, die, wie ich ja gerade schon erklärt habe, mit der Realität nicht sehr viel zu tun haben muss, weil die Hosen, wie gesagt, immer falsch, immer verschieden ausfallen, verschiedene Sachen haben von High Waist, Low Waist. Skinny, stretchy und so weiter. Die Hosen waren auch immer kleiner und so weiter. Und wenn ihr eine gut passende Hose habt, dann scheißt einfach drauf, was da hinten drauf ist. Schneidet von mir aus die Größe ab. Es spielt gar keine Rolle. Diese Größen sind so variierbar. Und so, ich habe alles von Größe. Ich habe Hosen in Größe 32, in die ich noch reinpasse. Und ich habe Hosen Größe 40, in die ich reinpasse. Und das ist, versteht ihr, das muss, diese Zahl sagt nichts über euch aus. Ihr seid dann nicht diese Zahl. So. Das ist einfach nur irgendeine Zahl in der Hose drin. Wenn euch die Hose passt, dann kauft sie und kauft keine zu kleinen Sachen, in denen ihr euch nicht wohlfühlt, denn dann wollt ihr sie auch nicht anziehen. Und gerade auch bei Hosen, die zu klein sind, wo dann noch so ein bisschen oben was rüberquillt, dann fühlt man sich wirklich wie das letzte Stück Scheiß und einfach nur wie das fetteste, wie der fetteste Mensch auf der ganzen Welt. Kauft euch passende Hosen, Leute. Seid nicht so dumm, macht solche Sachen aus Trotz, denn letztendlich, es sind nur irgendwelche dummen Zahlen. Wir sollten uns nicht so unterkriegen lassen von Scheißzahlen, die gar keine Rolle spielen, weil die Modeindustrie da eh ständig irgendwas macht. Da habe ich das Gefühl, es ist total random, was für eine Größe welche ist. Teilweise sind kleinere Größen größer als größere Größen. Das ist einfach alles total schwachsinnig. Aber ich weiß ja, dass essgestörte Personen sich oft schwachsinnig benehmen. So auch ich heute, weil ich halt echt eine Krise bekommen habe, wie das sein kann, dass ich in jeder einzelnen Hose, dass mein Fett da oben rausquillt. Da dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Bin ich jetzt schon so viel fetter geworden? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich lag es wirklich an den Hosen so. Und deswegen war es mir auch so wichtig, darüber zu reden. So ein ekliges, leidiges Thema, dieser Hosen, dieses Hosenkauf-Debakel. Und ich kenne es so gut. Und es macht mir so ein schlechtes Gefühl, wenn ich größere Größen kaufen muss als früher. Aber es sind einfach nur Größen, die sich eh ständig ändern. Es heißt nicht, dass ich jetzt dicker bin als früher. Und selbst wenn. Es ist doch egal. Es ist doch egal, ganz ehrlich. Am Ende bin ich aber froh, dass ich noch eine Hose gefunden habe, in der ich mich wohlfühle. Ich werde euch auf jeden Fall morgen Haul zeigen von den Klamotten, die ich heute gekauft habe. Ich wollte es aber morgen machen, damit ich einfach mehr Tageslicht habe. Ich glaube auch, dass morgen eigentlich, wenn alles klappt, noch ein Paket kommen sollte, wo ich schon extrem aufgeregt bin, euch das zu zeigen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich morgen kommt. Ich zweifle ehrlich gesagt noch ein bisschen dran, aber wir werden es sehen. Ich glaube, dass der Vlog morgens interessant wird. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich würde einfach noch sagen, lasst euch von dieser ganzen Klamottenscheiße nicht so beeinflussen. Und ich weiß, dass in dem Moment, wo man dann dasteht und die Größe innehat, dass man sich einfach nur echt schlecht fühlt. Aber Leute, lasst euch echt nochmal gesagt sein, das spielt wirklich keine Rolle, weil die Größen sind nicht aussagekräftig. Das ist nicht irgendwie einheitlich. Das ändert sich irgendwie ständig und jeder macht irgendwie da, was er will. Und das hat einfach keine Bedeutung. Lasst euch nicht definieren von einer Hosengröße, wirklich. Und nehmt euch am besten eine Freundin mit, die euch unterstützt bei solchen Sachen und die euch motiviert. Weil ich stand da wirklich in der Kabine und ich war am Durchdrehen. Ich dachte, das kann einfach nicht sein. Ich war so schlecht gelaunt sofort. Und ich will eigentlich auch nicht, dass irgendwelche scheiß Hosengrößen von irgendwelchen Kackgeschäften mich so fühlen lassen. Das ist halt einfach nicht wert. Ja, ich hoffe, dieser Real Talk hat euch irgendwie was gebracht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Problem auch kennt. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder einen Daumen runter sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ciao!